Ja. Die gute alte Wurstsemmel. Man soll eigentlich nicht essen bei Interviews. Meine Mutter hat erfahren, sie ist schwanger und ist nach Hause gegangen und hatte irgendeinen alten Holzschrank und hat mit irgendeinem Stift auf den Schrank geschrieben, I love you, Gedeon. Da wusste aber nicht, ob ich ein Bub oder ein Mädel bin oder irgendwie, aber es war instinktiv Handlung. Der Name kam aber daher, dass meine Mutter, als sie ganz jung war, 14 oder sowas, mit ihrer Mutter in eine Yogaschule gegangen ist, geführt von einer Ungarin. Und die hatte einen schon etwas älteren Sohn, 18, mit dem hat meine Mutter aber so ein bisschen einen Flirt gehabt. Und da wurden auch damals dann noch ein paar Briefe geschrieben und der hieß Gedeon. Und irgendwie habe ich diesen Namen dann bekommen. Hey, 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 und hier ist es wieder, das Radio Tam Tam. Mafiosi, Mörder, kriminelle Diebe, jetzt zittert, ja. Jetzt zittert, denn heute beginnt euer Ende. Tja, irgendwie, ich habe so das Gefühl, so mit 6 oder sowas bin ich irgendwie stehen geblieben. Und also seitdem hat sich irgendwie das Wesen, glaube ich, nicht großartig verändert. Und ich habe dann irgendwie gesagt, als meine Tochter dann zur Welt kam, habe ich gemerkt, da hat sich nochmal was verändert. Da habe ich dann so gedacht, nee, jetzt bin ich dann doch noch 7 geworden in diesem Leben. Folgendes. Hier in München werden noch ständig irgendwelche Fernsehteile gedreht, richtig? Und die brauchen dauernd neue und unverbrauchte Fressen. Also frage ich mich, warum nicht unsere? Ich wollte immer Schauspieler werden. Da das bei mir so früh kam, also auch aus den Erzählungen meiner Eltern, es gab da nichts vorher. Bei mir passierte das mit 8. Davor war jetzt offensichtlich nicht irgendwie der Feuerwehrmann, Polizist oder Raketenphysiker. Es war vorher nichts, was sich jemand erinnern kann, aber mit 8 saß ich vor der Flimmerkiste und wurde einfach in für mich Zauberwelten entführt. So, jetzt kann man Ihre Stimme nicht mehr identifizieren. Wenn Sie wollen, kann es losgehen. Ich habe noch nie im Radio gesprochen. Was muss ich denn jetzt tun? Sie kriegen das schon hin. Nur Mut. Ich bin ja dann mit Anfang 20 nach Amerika gegangen. Eigentlich genau aus dem Grund. Ich war aus Zufall in Los Angeles eine Woche hängen geblieben, ungeplanterweise, bei einer Freundin auf der Couch. Und plötzlich habe ich gemerkt, was da so abläuft vom Umfeld und was die alle treiben dort und sich dauernd mit dem Beruf beschäftigen. Und dann geht man dort, so wie ein Musiker sein Instrument übt, geht man halt auch immer üben. Man geht jeden Tag spielen. Man geht in wieder, wie ich nenne, den Sandkasten der Schauspieler und geht und spielt da rum mit Szenen aus Filmen, macht Sachen, Emotionen, schreit, heult, was immer man da macht. Und das war dann eigentlich eher so die Zeit, wo ich wirklich Zeit in ein Studium ein bisschen gesteckt habe. Ich bin zu Kommissar Rex gekommen auf die ganz gängige Art und Weise. Also es gab von der Produktion eine Anfrage bei meinem Management, meiner Agentur, ob ich mir das vorstellen könnte. Das Ganze war ja auch noch unglaublich geheimnisvoll. Also es war immer eingepackt und Ding und man darf überhaupt nichts sagen. Ich glaube, man wusste schon, dass Tobias aufhört. Ich möchte mit Ihnen reden. Ich aber nicht mit Ihnen. Verstehen Sie, mit niemanden. Ich bin keiner von euren kleinkarierten Bankräubern. Ist mir schon klar. Deshalb möchte ich ja mit Ihnen reden. Also was ist? Ist ja auch nicht unschwierig, wenn man sagt, es wird einem die Frage gestellt, will man die Hauptrolle übernehmen in einer wahnsinnig erfolgreichen Serie, wo Leute ein Team kennen, was zusammengewachsen ist und was für sie eine Einheit bildet und die ganze Identifikation mit dieser Serie, das kann natürlich böse schief gehen. Die Wurstsemmel war ein sehr wichtiger Knackpunkt, weil
das war das, worum der Hund konkurriert hat, immer mit dem, sagen wir mal, Assistenzkommissar. Bitte? Das gibt's ja nicht. Er hat sie geschnappt, also will er sie fressen. Ich meine, der größte Blödsinn wurde damit gemacht. Und da hat der Hund immer, wie die Amis sagen, outsmarted. Also er war einfach immer klüger, was immer der andere sich ausgedacht hat, hat es der Hund geschafft, ihm trotzdem seine Wurstsemmel wegzuklauen. Die Trainerin von Rex, Theresa Ann Miller, die ja aus einer Familie kommt, die schon über mehrere Generationen in dem Geschäft tätig ist, kann man nicht drüber streiten. Sie ist die beste Hundetrainerin der Welt, das ist einfach gar keine Frage. Aber das, was bei Rex gemacht wurde, Leute denken immer, bei Lassie oder in anderen Hundefilmen hätte man diese Dinge schon gesehen. Dem ist nicht so. Also die Dinge, die alle in Rex gemacht wurden mit einem Hund, da waren lauter Weltpremieren dabei. Du gehst auch darüber! Na, wir zwei! Und, wie fühlst du dich? Sexy. Viele von den Tricks oder Gradkombinationen oder lange Einstellungen und einfach, dass ein Hund so viele Dinge wirklich selbst gemacht hat. In Lassie, der lief immer von A nach B oder dann gab es andere, Benji, wo er dann süße Sachen gemacht hat. Aber so wie Rex ja wirklich Dinge getan hat, also auch geholfen hat beim Falllösen, nicht nur durch Schnüffeln, sondern weil der Türen, Fenster aufgemacht, ich weiß nicht was, Knoten gelöst, Seilspringen, also es waren einfach unglaublich viele Dinge, die in dieser Form und in dieser Vielzahl auf jeden Fall vorher nie gemacht wurden. Rex, hör auf Rex, du kannst ihm doch nicht die Schuhe ruinieren, die waren sicher teuer. Ist schon in Ordnung, er will mir nur etwas sagen. Und was? Er meint, wenn ich keine Schuhe anhabe, dann kann ich auch nicht weggehen. Ich liebe Hunde, schon immer meine Großeltern hatten immer, die haben auch in Italien immer alle Straßenkitter aufgesammelt, die hatten immer 4 bis 6 Hunde mindestens. Und ich war immer hundeaffin wie die ganze Familie. Und Rex, also der erste Rex, der BJ, ich glaube, was, offiziell musste man ihn mal Reginald von Ravenhorst nennen, aber er hieß nun mal BJ. hat auch gleich sofort irgendwie mich ins Herz geschlossen. Er mochte mich. Und dadurch hatten wir auch Spaß und haben gewisse Sachen zusammengearbeitet. Ich als geborener Münchner erlaube mir das zu sagen, ich fand Wien immer das bessere München. Die Locations, an die ich gekommen bin durch Kommissar Rex, ja, ist zwar eine Touristenstadt, du kannst dir viel angucken, aber da, wo wir überall hingekommen sind, da kommst du natürlich normalerweise oder als normaler Tourist nicht überall hin. Man ist ja dann auch dort sehr lokal koloriert, also man ist der Kommissar Rex, also da ist einem dann jeder Mensch sehr wohlgesonnen, wenn du da im Schloss drehst und da ist der Drehpaar und sagt, kann man mal mir was zeigen oder kann ich hier irgendwas sehen und plötzlich wird man in irgendwelche Heiligtümer der Einlass gewährt. Frau Reichert? Ja? Grüße Sie, mein Name ist Brandner. Grüß Gott. Danke, dass Sie uns sofort angerufen haben. Ich habe von der Sache mit dem Fiaker im Radio gehört und habe mir gedacht, ich sollte mich melden. Irgendwann mal, bei mir war es auf jeden Fall so, hat mich das als Schauspieler angefangen, dann doch ein bisschen zu langweilig. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe jeden Satz schon mal irgendwie gesagt, jede Situation schon irgendwann mal gespielt. Und das führt dann dazu, dass man einfach keine besonders gute Laune mehr beim Arbeiten hat. Ich wollte Ihnen noch etwas geben. Was denn? Auf Wiedersehen. Kommissar Rex war auf jeden Fall das, was natürlich mir die große Popularität, also die große Öffentlichkeit gegeben hat oder mir geschenkt hat. Und deswegen hat es einen sehr großen Stellenwert. Ich habe auch kein Problem damit bis heute, wenn mich Leute ansprechen. Manche sagen, das muss der langsam auf den Senkel gehen, 10 Jahre. Ich sage, nee, warum? Ich freue mich immer noch. Ich freue mich auf jede Rolle, auf die mich jemand anspricht. Das heißt, ich habe irgendwann in meinem Leben irgendwas gespielt, was diesem Menschen gefallen hat. Und das ist für mich immer noch die einzig wahre Bestätigung, die Bestand hat oder die wichtig für mich ist. Ask him if he wants to live. Willst du am Leben bleiben? Ja, Sir. Tell him to point out on this map the German position. Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist.
Ask him how many Germans. Wie viele Deutsche? Es könnten 12 sein. Round about 12. Ich träume in Deutsch, ich träume in Englisch. Ich führe meinen Beruf aus in beiden Sprachen. Ich schreibe auf Englisch, ich schreibe auf Deutsch. Ich lese auf Englisch und lese auf Deutsch. Deswegen bei mir ist es ein Mischmasch. Bei mir müsste man fast sagen, bei der Frage Dinglisch. Also es ist wirklich eine Mischung. Er war mein bestes Model. So ein Gesicht, so einen perfekten Körper. Gibt's ganz selten. Was können Sie mir über sein Privatleben sagen? Nichts Konkretes. Die Frauen sind naturgemäß auf Mark geflogen. Und die Männer? Auch. Aber Mark wollte nur Frauen. Mir wurde immer viel Zuneigung entgegengebracht vom anderen Geschlecht. Und in der Position habe ich mir auch immer sehr gut gefallen. Das war eine sehr angenehme Position. Bis es dann zu dem Punkt kommt, dass man jetzt dann anfangen will, sie zu verstehen. Und dann kann es zu Problemen führen. Aber also das mit dem wirklichen Verstehen, man möchte gern, aber man kann nicht. Das wird seine Gründe haben. So, ihr zwei. Wird wehgetan? Ja, alles okay? Ja, okay. Ich bin der Alex. Das ist der Rex da. Wir sind von der Polizei. Die wissen einfach genau, was sie von wem wie kriegen können. Sie testen alles aus. Ich meine, das ist ja auch ihr Wesen als Kind. Es ist alles auszutesten, an jede Grenze zu gehen. Und auch wenn der eine oder das andere Elternteil irgendwelche härteren Grenzen früher oder an anderen Stellen setzt, jeder hat seinen Knackpunkt und jeder hat seinen Punkt, wo das Kind einen kriegt. Und wenn sie das wirklich wüssten, dass sie nur weit genug gehen müssen, um jedes Elternteil zu bekommen, dann hätten sie einen völlig in der Hand. Das wäre grauenvoll. Also, ich schätze mich sehr glücklich mit meinem Leben. Für mich gefühlt habe ich sehr viel Glück gehabt, habe ein sehr glückliches Leben bisher gehabt. Topf auf Holz. Deswegen, ich möchte wirklich nichts ändern. Nee. Es gab Dinge, wo ich sage, ach, wenn ich das und das gemacht hätte, dann wäre meine berufliche Laufbahn und so, aber das wäre mir zu risikoreich, da irgendwas zu ändern. Wer weiß, plötzlich wäre ich nicht Schauspieler geworden. Nein, ich glaube, wir lassen das lieber in Ruhe.